الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعل نياتنا خالصة لذاتك وارزقنا حسن الحال وحسن الختام وحسن النية والحمد لله أولا وآخرا. أحبابنا الكرام، اليوم رح يكون طريقتنا عبارة بعبارة مع ضيفنا الكريم الحاج وليد الزين الله يحفظه، فاجأنا في هذه الزيارة. نبدأ بالذي هو خير، وخير الكلام كلام الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية في كثير من الناس يعني يقرأ جزءها الأول بلا أن يكمل، ولكن ما معنى هذه الآية الكريمة؟ معنى الآية أن المال والأبناء زينة الحياة الدنيا الزائلة. هذه الحياة الدنيا ستزول، ولكن زينتها ما هو؟ المال والبنون، والبنون يعني الأبناء. أما الباقيات الصالحات أفضل عند الله. الباقيات الصالحات هي الحسنات. الباقيات الصالحات كالصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, hier sein zu dürfen und zu euch zu sprechen, barakallahu fikum. Aber das Treffen und der Aufenthalt im Paradies ist noch schöner. Möge Allah uns im Paradies vereinen. Allahumma amin. Inshallah werden wir einiges übersetzen. Allah, der Erhabene, berichtet uns in der Suratul Kahf davon, dass das Geld, also das Vermögen, und die Söhne, Al-Banun, das sind die Söhne, dass diese der Schmuck dieser vergänglichen Welt sind. Also in dieser Welt gibt es Schmuck. Aber Allah erwähnt hier in dieser Aya zwei Dinge, Vermögen und Söhne. Und diese sind der Schmuck dieses diesseitigen vergänglichen Lebens. Aber Allah macht uns auf etwas aufmerksam im nächsten Teil der Aya, und zwar, dass die Baqiyat besser sind. Die Baqiyat sind die bleibenden Dinge, das, was bleiben wird. Das bedeutet, die Belohnung für die guten Taten sind besser bei Allah, und diese werden für immer bleiben. Davon hat man im Jenseits unendlich, endlos Nutzen und Profit, insha'Allah. وإنما قال ربنا تبارك وتعالى والباقيات لأن ثواب الحسنات دائم لا ينقطع. النعيم على عملك اللي أنت عملته في الدنيا، نعيم ذلك في الآخرة في الجنة دائم لا ينقطع، لأن الآخرة لا نهاية لها، حياة ليس بعدها موت، وصحة ليس بعدها مرض، وشباب ليس بعده هرم، وراحة ليس بعدها تعب. Liebe Brüder und Schwestern, Allah erwähnt in dieser Aya al-Baqiyat al-Salihat.
Also die guten Taten, die man ausführt und die von Allah akzeptiert werden, diese sind bei Allah besser. Sie sind bleibend, immerwährend, weil man davon immer Nutzen haben wird im Jenseits. Denn im Jenseits gibt es kein Ende, im Jenseits gibt es keinen Tod, im Jenseits gibt es ewiges Leben und keinen Tod mehr. Im Jenseits gibt es ewige Gesundheit und es gibt keine Krankheiten. Im Jenseits gibt es ewige Jugend und es gibt kein Altern, es gibt kein Altwerden. Im Jenseits gibt es ewige Erholung und im Jenseits gibt es keine Müdigkeit und keine Strapazen und keine Anstrengungen. Möge Allah es uns bescheren. Amma zinatu al-hayati dunya ila zawal. Shuma bihtur balak min zinat hadhi al-hayati dunya sayazul. Afrahu dunya sari'atu zawal. Ala al-yawm nahna bi farah. Farhanin fikum. وأكيد فرحانين فينا فرحانين برفائيل الله يحفظه وبصحته الله تعالى يتمم عليه النعمة والصحة فهذه الأفراح أفراح الدنيا أيضا سريعة الزوال والمال كذلك سريع الزوال وكذلك الثياب مهما كانت جميلة نهايتها المزابل نهاية الثياب أدنى واحد صرف عليها كذا بعد كم سنة ترد يكبوها نعم. Also liebe Brüder und Schwestern, der Schmuck dieser Welt wird vergehen, hat ein Ende. Ganz gleich, was es in dieser Welt auch geben mag, ob es jetzt Freude ist oder Vermögen ist oder Kleidung ist, ganz gleich, wie schön das auch sein mag, es wird enden und vergehen. Aber die Baqiyat us-Salihat, diese werden immer bleiben. Die guten Taten, wovon man im Jenseits Nutzen und Profit haben wird, diese werden immer bleiben und endlos sein. Und möge Allah Ta'ala uns immer glücklich und freudig sein lassen, wie heute in diesem schönen Ort, dem Gotteshaus, der gebaut wurde, damit man Allah anbetet. Insha'Allah, diese Freude über unseren kleinen Rafael wird noch lange bestehen bleiben. Möge Allah ihm ein langes Leben geben mit Gehorsam Gott gegenüber und viel Gesundheit und auch euch, insha'Allah. ولكن انتبهوا معنا منيح يا ابو خالد معنا مش هيك اكيد تستطيع يا مؤمن تستطيع ان تصير النعيم الزائل الى حسنات تكتسبها كيف المال ماذا سيزول ولكن تستطيع ان تنتفع من مالك الحلال في أمور وطرق الخير والبر فيصير من هذا المال اللي هو زائل اكتسبت أنت ثواب سيبقى هذه واحدة أولادك أيضا من الأولاد تستطيع أن تكسب الحسنات مع أنه أنت ستفنى أولادك سيفنون بعد عمر طويل أتمنى لكم طول العمر والصحة والعافية ولكن نهايتنا كلنا إلى الزوال ولكن تستطيع أن تكتسب الحسنات أيضا من أولادك كيف؟ رح نقول كيف Liebe Brüder und Schwestern, eine sehr wichtige Regel, die wir im Leben immer beachten sollten und vor Augen haben sollten. Und zwar, dass wir die Gaben, die Allah uns in dieser Welt gegeben hat, dass wir davon Nutzen haben könnten, wenn wir sie richtig anwenden, und zwar, wir haben dann davon im Jenseits Nutzen. Wie könnten wir das machen? Indem wir das erlaubte Geld, was Allah uns gegeben hat, für Gutes ausgeben mit aufrichtiger Absicht für Allah. Und die Belohnung für diese gute Tat ist im Jenseits dann ewig und unendlich. Davon hast du immer Nutzen. Und dazu gehört auch dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder. Wenn du diese richtig erziehst, dann werden sie nach deinem Tod Gutes tun und du wirst davon Nutzen haben. Und dieser Nutzen wird im Jenseits, insha'Allah, ewig und unendlich sein. فمن الأولاد
انتبهوا يا اخوات كمان لانه الامهات مرات بيتعبوا في بعض الاشياء الله تعالى يجزيهم بالخير خصوصا مع الولد والدان الجديد الاباء والامهات في الواحد يكتسب من اولاده الحسنات اذا اتقيت الله فيهم واذا احسنت اليهم لله احسنت الى اولادك ليش لله قلت لي كيف احسنت مثل ما بتعملوا تطعمهم تكسوهم تسكنهم ليس من باب العاده عم تعمل هيك لا انما تفعل ذلك لله تفعل ذلك مخلصا النيه لله ايضا ان صبرت على مرض ابنك ابنك مرض فصبرت عليه وبيد حده ما تركته ما تخليت عنه صهرت الليالي مثل ما بعضكم واغلبكم يعني يفعل ولكن شرط الثواب شو انه تفعل هذا ليش لله اذا اهتممت او اهتممت بطفلك او طفلك في حال مرضه وخففت عنه بكلامك بحنانك ببسمتك بسهرك اذا فعلت هذا لله فلك الثواب عند الله Also durch unsere Kinder können wir Hasanat erlangen im Jenseits, wovon wir unendlich Nutzen haben werden, inshallah. Dazu gehört, dass du deinen Kindern gegenüber gottesfürchtig bist, dass du gütig zu deinen Kindern bist, dass du deinen Kindern zu essen gibst, zu trinken gibst, dass du deinen Kindern etwas zum Anziehen gibst, dass du dieses nicht aus Gewohnheit machst, nur weil die anderen das auch machen, mache ich das auch, sondern du solltest das mit aufrichtiger Absicht für Allah, den Erhabenen, tun. Dann wirst du, inshallah, für diese Angelegenheit Nutzen haben im Jenseits. Dazu gehört auch, liebe Brüder und Schwestern, dass wir geduldig sind, wenn unsere Kinder krank werden. Wenn wir geduldig sind und es geduldig ertragen, dann werden wir auch dafür belohnt werden, inshallah. Wenn wir uns um unsere Kinder kümmern, während sie krank sind, dann werden wir auch dafür belohnt werden, inshallah. Dazu gehört auch, dass wir ihnen die Angelegenheit erleichtern, dass wir ihnen mit einem Lächeln die Angelegenheit erleichtern, dass wir ihnen mit schönen Wörtern die Angelegenheit erleichtern, dass wir ihnen Liebe zeigen und ihnen die schwierige Angelegenheit und Zustand erleichtern. Auch dafür werden wir Belohnung bekommen, inshallah, und unendlich Nutzen davon haben. كمان الأب والأم اللي بيقوم بنص الليل بيقول بعض الناس عزمته على بكاء ابنه الرضيع يا حاج اللي هو شو فاق من الجوع وأفاق معه مين العيلة فمن فعل هذا وتذكر أنه يفعل هذا لله فهذا ثوابه عظيم وأيضا إذا تعاملت مع أبنائك بحسب الآداب الإسلامية علمتهم إياها وتعاملت معهم بها ونذكر أيضا من باب المثال شو إذا واحد إجا مولود شو بيعمل معه في آداب إسلامية سنذكرها بعد Dazu gehört auch, wenn wir nachts wach werden, weil das Kind wach geworden ist und Schmerzen hat oder Hunger hat, dann steht in der Regel die Mutter auf, manchmal auch die Väter. Manchmal beide, manchmal die ganze Familie. Macht dieses auch mit aufrichtiger Absicht für Allah. Steht auf, kümmert euch um eure Kinder, nicht aus Gewohnheit, nicht damit das Kind still ist, damit an-Nafs, also der innere Trieb weiter das bekommt, was er will an Schlaf und Erholung und so weiter, sondern steht auf, um für Allah, für das Kind zu sorgen. Um zu schauen, ob das Kind Hunger hat oder ob das Kind Schmerzen hat und so weiter. Mach dieses mit aufrichtiger Absicht für Allah, den Erhabenen. Min al-adab an-nabawiyya liman ja'ahu mawlud. Isma'u ya akhwan li ja'akum mawlud. Minni ujar. An yu'adhdhan fi udhunihi al-yumna. Lama yulad al-mawlud, madha naf'al? نسمعه الأذان في أذنه اليمنى وأن يقام
الإقامة الصلاة في أذنه اليسرى وهذا جاء في الحديث. نعم. Wenn jemand ein Kind bekommt, dann gibt es Anstandsregeln, die er beachten sollte und ausführen sollte dem Kind gegenüber. Dazu gehört, dass man dem Neugeborenen den Gebetsruf in das rechte Ohr spricht und die Iqama in das linke Ohr. So hat es der Prophet Muhammad a.s. beigebracht. Die erste Sache, die wir machen sollten, wenn das Kind geboren wird, sind diese zwei Dinge. Rechtes Ohr, Azan, linkes Ohr, إقامة sagen. وأن يحنكه بتمر أو إذا ما وجد تمر بحلو يشبه التمر تحنيك كيف هو الطفل صغير بعده تمر مثلا تمضغها بتطريها تأخذ منها وتضع على في فمه للولد وتمرر هذا على اللحم الذي هو في الأسفل وفوق هذا أكيد بس تنتبه إن هذا معلمي بدل انتباه هذا يسمى التحنيك وهذا أيضا وارد عن النبي وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zu den empfohlenen Dingen, die wir machen sollten, wenn wir ein Kind bekommen, gehört, dass wir den Tahnik ausführen. Der Tahnik bedeutet, dass man eine Dattel weich kaut oder etwas anderes, was süß ist. Man kaut dieses weich und nimmt etwas davon und legt es in den Mund des Kindes und reibt mit diesem weich gekauten Dattel oder etwas anderes Süßes, reibt damit den Gaumen des Kindes, aber mit Vorsicht und mit Behutsamkeit, damit das Kind nicht erstickt. Diese Angelegenheit nennt man Tahnik und das ist Sunna, dass das Erste, was das Kind in den Magen bekommt, diese Dattel ist, die man weich gekaut hat. وأيضا من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار له الاسم الجميل يختار له شو الاسم الجميل هون يا أخوانا ملاحظة لإلي ولإلكم إذا سمينا ابننا محمد بنسميه محمد ليش لحتى ننادي محمد مش بنروح له اسمه دودو أو دادي أو مثلا هيك لا إنما محمد شو يبقى محمد عبد الله عبد الله عبد الرحمن نسميه هكذا نختار له الاسم الجميل وناديه به مش نطلع له هلا صارت عادي منتشرة بتسمي اسم جميل راح الاسم صار لقب موجود على الواحد انما نختار له الاسم الجميل وناديه به دوده ما راح يزعل هيك طلع هيك بدون اصل طيب Dazu gehört auch, dass wir dem Kind einen schönen Namen geben. Ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, der beste Name ist Abdullah und Abdurrahman. Wenn wir dem Kind diesen Namen geben, dann sollten wir den Namen auch dann richtig aussprechen. Nicht verändern, nicht verfälschen, nicht sagen Abdullah und auch nicht den Namen verkleinern und dann verändern, so dass es ein ganz anderer Name wird, obwohl der Ursprung davon Abdullah oder Abdurrahman ist. Und das gleiche auch, wenn wir Muhammad nennen, dann sollten wir auch Muhammad sagen und den Namen nicht verkleinern. Also damit inshallah viel Baraka entsteht, wenn wir den Namen des Kindes dann richtig aussprechen. وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا الآية ما جاء من ذكر والباقية الصالحات منها ذكر الله اللي هو خفيف على لسانك مين بيعرف ما هو أفضل الذكر؟ بسم الله عليه كلكم بتعرفوا أفضل الذكر لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله نحن لا نعبد أحدا إلا الله لا نعبد قبرا لا نعبد نبيا لا نعبد وليا نعبد الله وحده سبحانه وتعالى هذا أفضل الذكر وهذا معناه باختصار Liebe Brüder und Schwestern, zu den Baqiyat gehört La ilaha illallah. Und das ist die beste Gotteserwähnung.
Das ist die beste Erwähnung Gottes, dass man sagt, La ilaha illallah. Was bedeutet La ilaha illallah? Das bedeutet, niemand wird zu Recht angebetet außer Allah. Es gibt nur einen einzigen Schöpfer und das ist Allah. Wir beten nur Allah an. Niemand außer Allah darf angebetet werden. Wir beten keinen Menschen an und keinen Engel an und kein Grab an und kein anderes Geschöpf. Den einzigen, den wir anbeten, ist Allah. بعد لا إله إلا الله يأتي بالفضل سبحان الله. شو بنقول؟ سبحان الله. هذا الذكر يأتي بعد لا إله إلا الله. وما معناه؟ الرسول شرحه. اسمع ماذا قال الرسول في شرحه. قال إنزاه الله عن السوء. هذا معنى سبحان الله. يعني تنزيه الله وتبرئته عن السوء يعني عن النقص عما لا يليق به عز وجل. Die beste Gottespreisung nach La ilaha illallah ist Subhanallah. Auch hier achtet darauf, dass ihr das richtig aussprecht, denn die Gottespreisung wird nur dann akzeptiert, wenn sie richtig ausgesprochen wird und mit aufrichtiger Absicht für Allah ausgesprochen wird. Subhanallah, die Bedeutung davon hat der Prophet Muhammad a.s. erwähnt und erklärt. Und das bedeutet, dass man daran glaubt, dass Allah erhaben ist über alles Schlechte. Allah darf mit keiner schlechten Eigenschaft beschrieben werden. Und Allah darf auch nicht mit Unvollkommenheiten beschrieben werden. Ihr wisst, Unvollkommenheiten sind die Eigenschaften der Geschöpfe, mit denen Gott nicht beschrieben werden darf. Gott wird mit vollkommenen Eigenschaften beschrieben, die zu ihm passen. Und das Geschöpf hat andere Eigenschaften und diese ähneln nicht den Eigenschaften von Allah. فالله عز وجل خلقنا ولا يشبهنا ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى الله تعالى عظمته أنه لا شبيه له ولا يتخيل في البال سبحانه وتعالى. Also liebe Brüder und Schwestern, Allah hat uns erschaffen und ähnelt uns in keinster Weise. Was auch immer du dir vorstellst, Allah ähnelt diesem absolut nicht. Und wenn wir sagen, Gott ähnelt nichts und niemandem, das ist ein Lob Gott gegenüber. Damit verehren wir Gott gegenüber. Damit verherrlichen wir Gott gegenüber. Damit sprechen wir also die Verherrlichung Gott gegenüber aus. Gott ähnelt nichts und niemandem ist ein fester Bestandteil des Glaubens der Muslime. الله يبارك بكم ويحسن إليكم و يعني نشيد هذا بس قبل النشيد فإن تمني عليكم هلا سيختم بوليمة والكل بده يشارك الله يبارك فيكم بعد النشيد راح نحكي عن وين المكان وليمة الرجال وليمة النساء ولكن سيدنا شو هيك شي نصيحة تعطيها مني بارك الله فيكم. Wenn ihr mir noch ein paar Minuten zuhören würdet, barakallahu fikum. Ich habe nicht immer die Ehre, hier bei euch sein zu dürfen und zu euch zu sprechen. Wir werden inshallah gleich das Festessen servieren und dann werden wir gemeinsam essen, inshallah. Der Chef wird uns erklären, wo das Festessen serviert wird. Aber vorher möchte ich ein paar Worte loswerden und euch sagen, inshallah. Jemand, der nicht besser als ihr ist, spricht zu euch, aber ich habe die Ehre, zu euch sprechen zu dürfen. Die erste Angelegenheit, die ich euch nahelege, ist, dass ihr die islamischen Unterrichte aufsucht. Regelmäßig. Nicht nur einmal im Monat, nicht nur einmal im Jahr, nicht nur zweimal im Jahr. Regelmäßig kommt zum Unterricht. Hier findest du die Nahrung für deine Seele. Hier findest du die Stärkung für dein Herz. Hier wirst du das finden, was du brauchst. Hier wirst du deine Probleme los, hier wirst du deine Sorgen los, hier wird dein Iman stark. Hier, nicht draußen, dort wo Verbotenes begangen wird oder dort wo Unnützes begangen wird. Hier, hier in der Moschee, im Gotteshaus, Baytullah, findest du das, wonach du suchst. Findest du deine Glückseligkeit.
Und hier findest du den Weg, der zur ewigen Glückseligkeit führt. Regelmäßig, liebe Brüder und Schwestern, nehmt an den islamischen Unterrichten teil. Das Fernbleiben davon ist großer Verlust. Das Fernbleiben davon ist etwas, was man nach dem Tod nicht mehr nachholen kann. Und nach deinem Tod bist du alleine mit deinen guten Taten. Hast du viele gesammelt? Wohl dir. Hast du wenig gesammelt? Dann hast du die Schuld bei dir selber zu suchen. Nach deinem Grab, nach deinem Tod wirst du in deinem Grab sein. Und je länger dein Tod bereits vergangen ist und her ist, desto mehr wirst du von den Menschen vergessen werden. Wer wird noch an deinen Grab kommen nach 10 Jahren? Ganz wenige Menschen. Nach 20 Jahren vielleicht auch noch wenige Menschen. Nach 50 Jahren wirst du vielleicht vergessen werden. Vielleicht weiß man nicht mal mehr, wo dein Grab ist. Und du bist alleine mit deinen Taten. Deswegen sammle jetzt, diese Welt ist ein Ort, wo man Hasanat sammelt. Und die Hasanat sind besser als Geld, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben gerade gesagt, die Baqiyatus Salihat, habt sie immer vor Augen. Diese guten Taten sind Baqiyat. Baqiyat bleiben immer. Das bedeutet, du wirst davon im Jenseits für immer profitieren, für immer belohnt werden. Und das hat bei Allah im Jenseits kein Ende. Deswegen zieh immer Al-Baqiyat vor. Zieh immer die Anwesenheit im islamischen Unterricht vor. Und du wirst inshallah den Nutzen und den Profit davon haben. Wenn wir sagen, komm zum Unterricht, haben wir dir schon mal gesagt, gib mal 10 Euro jeden Monat, 20 Euro. Wir geben dir Geld, damit du kommst, wenn du willst. Was wollen wir von dir? Wir wollen von dir, dass du den Weg zur ewigen Glückseligkeit gehst. Mehr wollen wir von dir nicht. Wir wollen nicht mehr Mitglieder haben. Wir wollen nicht mehr Geld in der Tasche haben. Wir wollen, dass es dir gut geht in dieser Welt und im Jenseits. Wir wollen, dass es deiner Familie gut geht und auch im Jenseits. Wir wollen, dass du mit aufbaust, nicht mit zerstörst. Ihr wisst, in dieser Zeit gibt es Menschen, die zerstören. Unsere Moschee hier baut auf, während andere kaputt machen. Wir rufen zur Gemäßigkeit auf. Wir rufen dazu auf, dass man die Menschen gut behandeln soll. Ob das jetzt Muslime oder Nicht-Muslime sind. Wir rufen dazu auf, dass wir die Menschen so behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen. Wie wollen wir behandelt werden? Auf eine gute Art und Weise, mit Aufrichtigkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Ehrlichkeit. So sollten wir auch die anderen behandeln. Liebe Brüder und Schwestern, wer diesen Weg geht, der wird viel Nutzen haben, inshallah. Und diesen Weg sollten wir auch nicht alleine gehen. Sag nicht nur Nafsi, Nafsi, bring deine Familie mit, bring deine Freunde mit. Würdest du es akzeptieren, dass du deinen Freund siehst, wie er gerade im Feuer verbrennt oder wie er gerade gegen die Wand fährt? La. Also nimm ihn mit auf dem Weg zum Paradies. Schau mal, jemand nimmt dich an die Hand auf dem Weg zum Paradies. Was für ein Mensch ist das? Ein großartiger Mensch. Ein Mensch, der für dich das Gute liebt. Ein Mensch, der wertvoll ist. Diesen Menschen sollte man das Leben lang dankbar sein. Leben lang sollte man ihm sagen, Barakallahu fiek, du hast mich vom Schlechten abgebracht. Barakallahu fiek, du nimmst gerade an meiner Hand und führst mich zum Paradies. Und das wollen die Brüder und Schwestern hier von euch. Der Scheich, was will er von euch, außer dass es euch in dieser Welt und im Jenseits gut geht? Oder habt ihr schon mal etwas anderes vom Scheich gesehen? Habt ihr schon mal etwas anderes von ihm gesehen, außer dass er sich um euer Wohlbefinden kümmert und sorgt in dieser Welt und im Jenseits? Seid anwesend immer, barakallahu fikum. Möge Allah euch alle reichlich belohnen, möge Allah euch von den Früchten des Paradieses zu essen geben, möge Allahu ta'ala uns im Paradies vereinen. Diese Zusammenkunft mit euch ist etwas Schönes, aber glaubt mir, im Paradies ist es noch schöner, inshallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.